30-something. Das Abenteuer YouTube selbst gemacht. Hallo aus meinem kleinen Studio heraus. Wir haben ein halbes Jahr später nach Teil 1 jetzt. Und ich habe Fragen bekommen von euch und ich habe mich unglaublich drüber gefreut. Der Dutz fragt, wie läuft es mit Pausen in der Schicht ab? Also gibt es da feste oder sind die eher so spontan? Zum Beispiel, wenn mehrere Lieder hintereinander gespielt werden. Das ist eine Frage, die muss ich in zwei Teile teilen. Und zwar einmal haben wir Festangestellte hier im Haus, die haben ganz normal ihren 8-Stunden-Tag und ganz normal ihre halbe Stunde Pause. Ich bin nicht festangestellt, das heißt, ich bin freie Mitarbeiterin, ich bin selbstständig. Ich komme tatsächlich nur für ein paar Stunden am Tag her. Das sind meistens so 5 oder 6 Stunden insgesamt. Da gibt es keine Pausen. Natürlich haben wir mal, wenn wir aufs Klo müssen oder so, eine kleine Pause, beziehungsweise haben die Zeit zwischen den Songs dann, wenn so 3, 4 Songs hintereinander laufen, kann man locker aufs Klo gehen, ist überhaupt gar kein Problem. Aber so eine richtige Mittagspause, wo ich mich jetzt runtersetze in die Küche und mit den anderen esse, das habe ich nicht. Der Yogi fragt, mich würde ja mal interessieren, ob alle in der Redaktion Top FM hören oder ob sie Fremdgänger sind oder herrscht etwa absolutes Radioverbot. Es wäre schlimm, wenn beim Radio absolutes Radioverbot herrschen würde. Ganz im Gegenteil, wir hören an verschiedenen Stellen im Haus sogar die Konkurrenz ab. Natürlich höre ich privat auch mal andere Sender, aber meistens höre ich tatsächlich hier diesen Sender, um zu wissen, auch was die Kollegen sonst zu tun. Roger Pennywise hat ebenfalls eine Frage geschickt. Wurden dir automatisch die teuren Kopfhörer gewährt oder musstest du die besseren dann teilweise selbst bezahlen? Nein, die Kopfhörer musste ich nicht selber bezahlen, auch nicht nur zum Teil. Die sind im Großen und Ganzen geliehen hier vom Haus. Ja? Also das heißt, falls ich hier nicht mehr arbeiten sollte, gebe ich die unten im Sekretariat ab und dann bekommt die jemand anders. Der Sinn dahinter, dass wir teure Kopfhörer haben, ist ganz einfach. Das sind nämlich einfach die guten. So, also wir wollen nicht auf Billigvariante arbeiten, weil das hört man dann draußen ganz einfach. Und noch ein weiterer Grund, warum wir alle unsere eigenen haben, ist tatsächlich auch, wir passen besser drauf auf. Und was einem gehört sozusagen oder was einer besitzt, auf das passt man automatisch immer besser auf, oder? SilverX hat gefragt, ob ich in den Sendeplan eingreifen kann. Und das kann ich und das muss ich. Und das zeige ich euch jetzt. So, dann zeige ich euch einfach mal, wie man in den Sendeplan so eingreift. Erste Möglichkeit, und die muss ich tatsächlich alle halbe Stunde machen, ist hier die Songverbindung machen. Das heißt, ich setze hier Häkchen. Sind diese Häkchen nicht gesetzt, läuft der Song und läuft danach aus. Und danach kommt da nichts mehr. Und das wollen wir nicht, denn wir wollen, dass alles schön übereinander, ineinander überläuft. Und das mache ich folgendermaßen. Man klickt hier zum Beispiel rein, dann sieht man hier den kleinen Rattenschwanz. Das ist der Song, vielmehr das Songfall. Hier kann ich ein bisschen ranziehen. Da sieht man nämlich schon, dass es viel zu leise hier hinten ausgeht. Und dann kann ich das hier schön anpassen. Dann haben wir hier einen sogenannten Dropper liegen. Dropper liegen in der Regel auf Songs, beziehungsweise auf den Ramps von Songs. Ramps sind in dem Fall zum Beispiel hier 14 Sekunden von Bryan Adams. Das ist so gelb markiert. Da passiert nicht viel, da wird nicht gesungen. Deswegen nennt man das einen Ramp. Und auf die kann man auch reden. Das ist dann ein sogenannter Ramp Talk. Gehen wir hier oben wieder rein, klicken einfach mal hinten rein, Doppelklick. Jetzt neu. Und hören uns an, wie sich das so übereinander anhört. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, also hier den Dropper nicht vorgezogen hätte, würde sich das so anhören. Jetzt neu in eurem Radio. 106.4. Da passiert nicht viel. Deswegen legen wir das hier vorne drauf. Dann hört man das nochmal. Jetzt neu. In eurem Radio 106.4 Top FM. So, das hat man draußen nicht gehört. Das hört oder sieht man auch daran, dass hier oben PFL steht. Das ist so die Vorführfunktion quasi. Machen wir wieder aus. Und das machen wir dann für jeden Song und jeden Dropper und jeden Jingle in der halben Stunde. In dem Fall habe ich jetzt eine halbe Stunde voll mit Musik. Da passiert nichts zwischendurch groß. Ich mache hier die Verbindung. Ziehe das immer so schön ran hier. Und dann sieht man auch schon unten am letzten Song, wenn ich das hier jetzt ranziehe, da ändert sich die Zeit. Ja, von 2:48 auf 2:01. Das heißt also, hier wird mir angezeigt, so lang ist der Song und so lang kann ich ihn spielen. Theoretisch, um eine halbe Stunde quasi voll zu bekommen. Denn hier gibt es dann wieder diesen Mod-Teaser-Platz, nochmal ein Promo und dann ist schon wieder Servicezeit. Und weil wir natürlich immer pünktlich um voll und um halb in die Nachrichten oder in den Service reingehen wollen, muss ich das über die Dropper beispielsweise hier planen. Ich kann natürlich auch Songs kürzen, ich kann die vorne kürzen, ich kann die hinten kürzen. Ja, da habe ich alle Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch Songs rausschmeißen. Das heißt, ich klicke jetzt zum Beispiel mal Bryan Adams, klicke den mir vorsichtshalber per Linksklick mal da oben jetzt hin. Was mache ich da einfach nur? Anklicken, Rechtsklick, Cut, Tschüss.
Dann ist hier zwischen den beiden Droppern nichts mehr. Das soll aber der Song laufen und deswegen ziehe ich ihn jetzt wieder hier rüber. Es gibt Leute, die werden sehr, sehr gut für solche Songlisten bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt aber keinen Bock auf Journey mit Wheel in the Sky, darf ich diesen Song nicht einfach so austauschen. Ich soll, wenn möglich, alle Songs, die in der Liste stehen, so abspielen, wie sie da stehen. Das hat auch einen bestimmten Sinn und einen bestimmten Hintergrund, denn wir haben ein bestimmtes Konzept im Sender. Das heißt also, wir spielen 80er, 90er, 70er, ein paar Songs von heute, sage ich jetzt mal. Die sollen aber in einer bestimmten Reihenfolge laufen. Das heißt, ich starte zum Beispiel in der Regel zum Anfang der Stunde mit einem 80er-Song. Sollte mal der Fall da sein, dass ich zum Beispiel hier ein rotes Blank stehen habe. Vielleicht kann ich euch da jetzt schnell ein Schnittbild einfügen. Sollte das mal irgendwann der Fall sein, wenn der Blank länger ist, zum Beispiel als 3 Minuten, dann muss ich natürlich einen anderen Song einfügen, ganz klar, weil 3 Minuten reden an der Stelle macht keinen Sinn. Wenn ich dann keinen Song im sogenannten Overflow drin habe, das sieht man hier, da ist nochmal ein Song drin, den ich zur Not einplanen kann, dann muss ich tatsächlich meinen Musikredakteur anrufen und fragen, hey, schau mal, an der Stelle habe ich einen 3 Minuten Blank, da hat entweder er Scheiße gebaut oder ich tatsächlich auch Scheiße gebaut, aber meistens ist es ein Planungsfehler ganz einfach. Dann sagt er mir, okay, pass auf, welchen Song hattest du vorher, welcher kommt danach, wenn er es nicht gerade selber einsehen kann. Und dann sagt er mir, okay, such dir den und den Song raus und spiel den an der Stelle. Hier sehen wir unsere Cards. Linke Card ist rechte Card und hier unten unseren Medienbrowser. Da finden wir alle Töne drin, die wir jemals aufgenommen haben oder auch so Sachen wie SFX, ein Katzenmiauen beispielsweise oder auch entsprechend Musik und da suche ich das dann raus. Das Ganze wird dann per Drag and Drop einfach entweder aufs Card gezogen oder direkt in den Sendeplan links. Das ist auch noch eine schöne Geschichte hier. Wenn ich vorne in ein Element reinklicke, bekomme ich es von Anfang an abgespielt. Klicke ich hinten rein, kriege ich die letzten 10 Sekunden in dem Fall. Hier oben habe ich ein Musikbett liegen. Das ist einfach nur eine Hintergrundmusik, dass wenn ich eine Moderation habe, dass es nicht ganz so trocken klingt. Braucht man vor allem auch, um Stimmungen zu machen. Zum Beispiel, wenn ich eine Weihnachtsmoderation jetzt machen würde, dass ich da dann ein weihnachtliches Bett hinten dran lege. Wie bedient man das Ganze? Das zeige ich euch hier.